seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? Nein, Tee ohne Zucker, bitte. Teleportationspunkt. Ich würde mich gern teleportieren. Alles gut. Glühwürmchen. Ah, ich muss die Wachtürme zerstören. Kann man die einfach so zerstören? Sind das die Wachtürme? La-di-da-di-da-di-da. So. Burn. Burn. Burn, burn, burn. Ich muss dein... I missed a spot. This moment will be frozen in time. Don't push your luck. Freeze. So. Kommen da noch welche? Boing, boing, boing. So, Mission abgeschlossen. Woo. Ich will nämlich ein paar Sachen bekommen. Kurze, wie kommt man da dran? Kann man da hochklettern? Ist er hochgekommen? Wie? Wie? Entschuldigung, wie? Von da drüben vielleicht? Aber da würde man doch nicht so hoch bleiben, oder? Okay, da ist ein Flatterding, da ist auf jeden Fall noch so ein Kristall. Aber von hier aus, ich glaube nicht, dass das hoch genug ist. Komm. Nee. Ja, das habe ich schon mal probiert. Da ist er. Oh. Den muss ich doch kriegen. Und hierfür gibt es diese Dinger. Okay. Entschuldigung. Ist das wie... Behandelt man so eine Lady? Nein. So, jetzt die Frage. Wie komme ich da hin? Okay. Auf zur nächsten Aufgabe? Auf zur nächsten Aufgabe. Soll ich mich dahin teleportieren? Ich bin so faul. Gib mir Teleportationspunkte und yeah. Es ist vor allem so schnell, wenn ich mich an WoW-Zeiten erinnere. Das waren... Makes you feel bright and sunny too. Okay. Okay, okay, Noel. Alles gut. Ja, wir Zeiten mit den Flügen. Das war eine Sache. Dieses, okay, ich muss dahin. Wir sehen uns in 20 Minuten. Herausforderung. Okay. Wer sind alle Gegner? Ist er der einzige Gegner? Nee, da werden sicherlich noch welche kommen. Oh, da sind noch welche. Was ist das? Good night should.
Okay, das war nix. Das war nix. Okay, hier mache ich, ups, nee, da ist eine Herausforderung, die ich noch nicht gemacht habe. Ich werde mir irgendwann denken, was sind das für blöde Markierungen? Was für ein Pech, diese Ritter vom Orto Favonius sind wirklich... diese Ritter vom Orto Favonius haben überhaupt keinen Sinn für Effizienz. Sie sagten, es seien Monster voraus und ließen mich nicht passieren, aber sogar jetzt habe ich noch nichts Konkreteres von ihnen erfahren. Was für ein unzuverlässiger Haufen. Ich habe noch so viele Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Haben die überhaupt keine Ahnung, wie viel Geld sie mich kosten? Nun ja, du siehst aus wie ein Abenteurer, oder? Wie wäre es, ich... Wärst du bereit, etwas für mich zu tun? Ich bezahle dich auch. Ich werde das übernehmen. Wundervoll, ich liebe Menschen, die sich klar ausdrücken. Ihr werdet eure Belohnung erhalten, sobald die Tat vollbracht ist. Ich verspreche es. Vielleicht täuschen mich meine Augen, aber die Anzahl der Hilly-Churle um Mondstadt hat sich anscheinend vergrößert. Wer weiß, was diese sogenannten Ritter den ganzen Tag machen. Und da du zugestimmt hast, mir zu helfen, kannst du mir helfen, abzufahren. Was? Aber du bist nur eine Person. Vergiss es. Wähle selbst eines der Gebiete zum Säubern aus. Den Gipfel, die Seite oder den Fuß des Berges. Es sind alles Hilly-Churle, egal wo. Es gibt also keinen Unterschied. Geh jetzt und verschwende nicht meine Zeit. Ich nehme den Fuß. Der Fuß ist es. Hier unten ist nicht viel, nur ein Haufen Hilly-Churle. Sie sind keine große Bedrohung, aber kein schöner Anblick. Geh und kümmere dich um alle. Für eine so einfache Aufgabe gebe ich dir eine Minute. Das sollte reichen. Habe ich wirklich nur eine Minute? Okay. Scheinbar nicht. Ich schätze, eine Minute ist schon vorbei. Na dann. Hier also? Die sind alle nass. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das war ziemlich einfach. Wie kommt man... ich werde Luna fragen müssen, wie man hier dran kommt. Okay, hallo. Wie, die Sache, um die ich dich gebeten habe, ist bereits erledigt? Du hast eine Minute gesagt. Faul genug wie der Orto Favonius. Du hast hattest deine Minute. Hast du es vergessen oder von Anfang an nicht zugehört? Was? Was erwartest du für eine Arbeit, die so erledigt wurde? Das ist die Bezahlung, die du dir verdient hast. Was für ein... Ah, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, mit Fremden zu reden. Okay. Okay, Pavel. Der männliche Jack. Hallo. Und jetzt husch. Du bist nur eine Reisende. Ich war davon überzeugt, dass du ein Hilly-Churle bist. Was machst du? Aha. Schon mal von etwas von einer Männlichkeitsprüfung gehört? Dieser Kerl namens Jack von der Abenteurergilde weiß alles darüber. Er sagt, wenn du 10.000 Hilly-Churle besiegt hast, dann hält dich plötzlich jeder für unglaublich männlich und so weiter. Also, ich bereite mich aktuell darauf vor, zu beweisen, dass ich der männlichste Mann von allen bin. Toxic Masculinity Merch. Mach ruhig weiter, ich stehe dir nicht im Wege. Ho, nicht so hastig, nehme mir Zeit dafür. Ich will nicht hetzen und mich zum Narren machen, nicht wahr?
Hillichurle sind die schrecklichsten Kreaturen. Du nimmst dir keinen Hillichurle vor, ohne dich im Voraus ordentlich vorzubereiten. Du weißt schon, Nägel fallen, dein Pony kämmen. Okay. Komischen Vogel wollte ich. Die haben wir schon so lange und immer noch nicht gemacht. Mir tut das irgendwie leid. So. Da müssen wir mit jemandem reden. Möhre. Hier aus dem Futtertrog holen wir noch was raus. Klar. Ein Rettich. Champignon. Hier wachsen noch Rettiche. Hallo, Rettiche. Holen wir noch Weizen von... Noch mehr Weizen. Hallo, Alan. So. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. Erinnern wir uns noch an Raptor. Dort vorne liegt Quellingen. Da finden wir bestimmt Spuren des komischen Vogels. Der Kulturschatz, den er gestohlen hat, ist mit einer Animo-Markierung der Ordensschwester versehen. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Dann solltest du den Elementarblick anwenden, um die Markierungen im Blick zu behalten. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie ein abgebrochener Ast. Das könnte von dem Gerüst eines Windblättes sein. Dementsprechend... Da sind aber keine elementaren Spuren dran. Das sieht aus wie ein normaler Zweig. Das sieht aus wie was? Entschuldigung. Aus einem leeren Dings. Oh, kochen wir kurz noch was zu essen. Das ist nämlich Aufgabe für heute. Soll ich das Hühnchen verbrauchen? Nee, wir machen. Erstmal hier welche draus. Ah, die muss man manuell zubereiten. Die muss ich auch manuell zubereiten. Naja, gut. Aber nicht so viele. Okay. Ich habe nicht viele Rettiche. Sehr viele Rettiche. Und drittes. Und dann machen wir noch ein paar. Machen wir 6, damit wir auf 10 kommen. Yay. Dann zurück. Elementare Spuren, hier drüben war eine. Diese Spuren könnten von dem komischen Vogel. Slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. Okay. Okay, da. I'll race you there. Zerrissener Stoff. A strip of cloth with animal markings on it. Hier ist ein Stück Stoff mit Animo-Spuren. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Diese Abbildungen und Maschen, das könnte ein Windgleiter gewesen sein. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. Daran kannst du erkennen, dass es ein Windgleiter sein könnte. Als Kundschafter hat man wohl doch einiges drauf. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. Ja, wenn er dem komischen Vogel gehört, dann muss der Windgleiter wohl kaputt sein.
It appears that the elemental markings point this way. Die elementaren Spuren zeigen immer nach vorn. Huh. Well, do you think he ran off ahead? Ob der komische Vogel wieder geradeaus geflogen ist? There's only one way to find out. Wenn wir hier herumraten, finden wir es nie heraus. Come on. We should keep following the markings. Nosa, folgen wir weiter den Spuren. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. Was ist das denn? Was ist denn da vorne los? It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Klingt nach einem Kampf. Ist das der komische Vogel? Quick, nach mehreren Tagen? Lass uns schnell nachsehen. Ja. Muss ich noch meinen Blick nutzen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Oh, ich habe vergessen, dass er kein Leben mehr hat. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. Ist das der? Was für ein Glück, die Ritter des Ordo Favonius, die Hilichurle, werden mich nicht mehr verfolgen. Was ist passiert? I can't believe it, but the Hilichurls attacked our carts. Luckily I outran them. Es ist wirklich dumm gelaufen. Unsere Wagen wurden von Hilichurlen angegriffen. Zum Glück sind wir schnell davongerannt. Von Hilichurlen angegriffen? Die meisten Lager müssten aber schon längst vom Ritterorden beseitigt worden sein. Naja, Emma, wenn du dir die anderen anschaust, dann so. It's a small camp, not too far from the village. But the route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. Sie haben ein ganz kleines Lager in der Nähe des Dorfes. Bei meinen Warenlieferungen mache ich immer normalerweise einen großen Bogen. Today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Aber heute ist jemand aus dem Himmel gefallen und direkt in diesem Lager, Hilichurl-Lager gelandet. Okay. Now, who does that remind me of? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. Die Hilichurle waren natürlich total aufgebracht und sind diesem Kerl, der natürlich sofort ins Freie gerannt ist, gefolgt. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Als sie näher kamen, bin ich auch geflohen. Mein Wagen mit all den Früchten haben sie aber umgerannt. Wie soll ich morgen Geschäfte machen, wenn die Händler da sind? Die Händler kommen nicht, Darling. Dieser Kerl, wie sah er denn aus? He was holding on to something. Must have been heavy, because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Er hielt etwas fest und konnte daher nicht gerade fliegen. Wahrscheinlich ist er deswegen auch abgestürzt. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Mehr als das. Aber wirklich, hat er keinen Flugschein? Man darf doch keine schweren Sachen beim Fliegen tragen. Ich werde ihn anzeigen und dafür sorgen, dass man ihm den Flugschein abnimmt. Dem wird mehr als das passieren. The object. The artifact? This could well be our guy. Er hatte also etwas Schweres dabei. Dann war das sicher der komische Vogel mit dem Kulturschatz. Tell me, did you see which way he went? Wohin ist er gegangen? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Ich konnte gerade noch sehen, dass er gerade ausgerannt war, als ich vor den Hilichurlen floh. Seems like a strong lead. On with the chase. Endlich haben wir eine Spur, nur so folgen wir. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the Hilichurls as soon as possible. Ach so, mach dir keine Sorgen. Zurück im Ritterorden werde ich Bescheid geben, dass die restlichen Hilichurl-Lager schnellstmöglich ausradiert werden müssen. Okay, geben wir erstmal ein wenig Futter an den Ankea. Komm, hier. Du 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 du. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? One cube or two. Wer trinkt Tee mit Zucker? Oh, wahrscheinlich viele Menschen.
Für mich ist Zucker nur in bestimmten Tees. Nur in bestimmten Tees, so wie... Oh, mein Magen knurrt. Mit Bubble... Entschuldigung. Entschuldigung. Suffocate? Entschuldigung. Das hatte ich nicht mitbekommen. Viel Spaß mit dem Feuer. Die schmeißen A, damit man... Man bringt die nicht um, die fliehen nur. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. Look where we are. Jetzt sind wir schon hier. Es gibt keine weiteren elementaren Spuren. The elemental power on the artifact must have worn off. Die elementare Energie an dem Kulturschatz ist wohl aufgebraucht. Schrecknet? Ach, jetzt verstehe ich. Der komische Vogel hat gewusst, dass er die elementaren Spuren nicht loswerden würde und hat deshalb seine Helfer geschickt. Dadurch konnte er warten, bis die elementare Energie aufgebraucht war. Nur die elementare Energie war wohl schon ein paar Wochen her. Das ist... Er wird damit nicht davonkommen. Wir werden ihn aufhalten.